eruptiver das Ganze. Kimi, congratulations. First of all, on the podium, Kimi, you received a phone call. Who was ja, auf phone? Dem Podium da oben haben Sie einen Telefonanruf bekommen. Wer war es? Ja, ich habe erst gedacht, es ist Michael, aber ich konnte es nicht verstehen. Es war so eine schlechte Verbindung. Hätten Sie einen so leichten Sieg erwartet? Ja, wir wussten schon, wir haben einen ganz guten Speed im Rennen und wenn der Start gut läuft, müsste es ganz in Ordnung sein. Aber das weißt du ja nie, bevor dann das Rennen läuft und ich musste nicht 100% pushen. Ja, was meinen Sie, wird das in den nächsten Rennen so weitergehen? Weiß ich nicht, jedes Rennen ist ein neues, da muss man hart arbeiten und hoffentlich läuft es dann weiter so und die Ergebnisse kommen. Ja, wann kann man dann den ersten Ferrari-Sieg mal feiern? Das ist ja ein Meilenstein. Ja, irgendwann wollen wir mal schauen. Also Kimi Räikkönen macht es uns allen nicht leicht mit seinen kurzen Antworten. Auch Detlef Brock-Wilberg, unser Simultandolmetscher, muss sich da immer mächtig beeilen, um diese Satzfragmente von Kimi da noch zu übersetzen. Ja, also das italienische Element ist bei ihm noch nicht so drin, also auch die Körpersprache. Er ist eben, wie er ist, aber solange er gewinnt, ist es den Italienern wurscht, oder? Vollkommen richtig. Also wenn er so eine Leistung jetzt weiterbringt, und das ist ja die große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, geht er jetzt diszipliniert weiter bis zum nächsten Rennen oder fällt er wieder auf seine, würde ich sagen, finnischen Gegebenheiten zurück? Und ich glaube, dass er jetzt richtig sieht, wenn er ein Potenzial im Auto erkennt, und das hat er heute ganz klar erkannt, dass er natürlich auch lernen muss. Und ich glaube, dass sich der jetzt voll konzentrieren wird, mit Ferrari zusammenzuwachsen, weil das muss er, weil die sind ein anderes Team wie die Briten. Die Briten sind sehr gut strukturiert, die brauchen nichts rechts, nicht links. Die wissen ihren Weg. Aber bei Ferrari muss er mitgestalten. Da kommt gerade Lewis Hamilton an uns vorbei, der wirklich ein tolles Rennen gezeigt hat und überall auch hier die Schulterklopfer natürlich an seiner Seite versammelt. Entschuldigung. Muss er mitgestalten und muss die Ferrari-Philosophie leben. Da ist der Fahrer einer, das hat der Michael bewiesen, ausschlaggebenden Persönlichkeiten, auf die sie ihn aufschauen und die Richtung bis zu einem gewissen Grad mitgeben müssen. Und das muss er dort einfach machen. Auch Fernando Alonso kommt hier vorbei. Der Zweitplatzierte. Also, du hast das gesagt, Kimi Räikkönen muss weiter diszipliniert dran arbeiten. Im Ferrari-Team wird man das sowieso tun. Aber die anderen, die werden versuchen, es den Roten schwerer zu machen als heute. Ich finde, das war ein toller Auftakt in diese Saison. Das lässt richtig hoffen für das nächste.